Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Was ist die 7 gezeichneten Kampagne bzw. die Borberat-Kampagne? Wir haben uns im ersten Video ja den Prequel angesehen, also Staub und Sterne. Da ging es um den Magier, um den schwarzen Magier Liscom von Fazar und konnten den dann auch aufhalten. In dem ersten Abenteuer zu den 7 Gezeichneten taucht er wieder auf. Und an der Stelle möchte ich auch weitermachen. Wir zoomen gerade einfach mal in die Aventurienkarte herein. Wir konnten Liscom von Fazar in Dragenfeld aufhalten. In seinem finsteren Ritual hat er den Geist von Borberat wieder beschworen. Der hat jetzt zwar keinen Körper, darum muss er sich noch kümmern, aber er ist zumindest wieder hier und kann Übles bewirken. Liscom ist jetzt tot, hoffentlich. Hoffentlich waren die 7 Gezeichneten bzw. die Helden hier erfolgreich. Aber es passiert etwas, und zwar verglast oder kristallisiert ein Auge aus, und zwar ein Auge eines Helden. Der Spielleiter kann sich jetzt hier entscheiden, wen er von seinen Spielerhelden beruft. Zu einem der ersten Gezeichneten wird, beziehungsweise der erste Gezeichnete wird, einer von 7. Es gibt dann noch ein paar andere, auf die ich dann im Verlaufe kommen werde. Aber was sie jetzt eben nach und nach herausfinden, ist, dass das Auge härtet, es fühlt sich komisch an, damit zu schauen, und es wird rot. Es wird zu einem Rubinauge. Und damit können diejenigen dann erst einmal wenig anfangen. Es wird dann später klar, dass man mit diesem Auge magische Strukturen erkennen kann. Zu den 7 einzelnen Zeichen werde ich, wie gesagt, immer in den jeweiligen Abenteuern etwas erzählen. Aber ich werde auch ganz am Ende noch einmal ein gesondertes Video zu allen 7 Zeichen machen und zu der Geschichte. Hier sei also nur kurz und grob erwähnt, der erste der 7 Gezeichneten wurde erwählt. Einfach indem nach diesem Ritual ein Auge auskristallisiert und rot wird. Punkt. Ein halbes Jahr später geht es jetzt also weiter mit dem Abenteuer Unsterbliche Gier. Wir befinden uns jetzt im Jahre 1016 nach Bosbarans Fall und wir werden vom Herzog nach Weiden gerufen. Wo ist Weiden, fragt ihr euch? Das ist genau die Region, die ich das letzte Mal verlassen habe, beziehungsweise die wir das letzte Mal verlassen haben. Wir waren ja schon in Balio, jetzt werden wir auch gerufen in Richtung Tralob, also genau diese Richtung wieder. Was wir in diesem halben Jahr getan haben, das ist komplett euch überlassen, das ist der Kampagne überlassen. Das kann natürlich noch ausgeschmückt werden mit den aventurischen Booten oder mit irgendwelchen anderen Szenarien, ist auch egal. Aber wir werden nach einem halben Jahr wieder nach Weiden gerufen. Wir können dann hier oben den Herzog Waldemar erkennen, der dann unsere Hilfe braucht. Denn etwas passiert in seinem Weiden, und zwar verschwinden Leute. Es gibt ein paar Gerüchte über alte Vorkommnisse, die nach Monstern klingen, nach Vampiren, nach Werwölfen, das ganze Klischee durch die Bank weg. Man bekommt mit, dass Menschen fehlen, und erzählt sich dazu Geschichten. Die Weidener Bevölkerung ist also sehr abergläubisch, und Waldemar möchte das nicht auf sich beruhen lassen, sondern er schickt jetzt die Helden los. Erkundet doch bitte Weiden und findet heraus, wohin diese Menschen verschwinden und warum, und haltet das dann bitte auf. Und genau das ist dieses Abenteuer. Es ist eine große Sandbox. Das Abenteuer kann man eigentlich als Regionalbeschreibung klassifizieren. Es gibt sehr, sehr viele Stadtbeschreibungen, Ortsbeschreibungen. Teilweise kann man sich auch Dörfer auswürfeln. Wie sieht ein generisches Dorf hier in Weiden aus? Und das ist in meinen Augen sehr liebevoll gemacht. Es gibt keinen groben Storyablauf, es gibt ein paar Zufallsereignisse, die man sich dann hier ansehen kann. Und man findet dann nach und nach heraus, ja, dass tatsächlich Menschen verschwinden und dass dann wohl der Sage nach tatsächlich Vampire dafür verantwortlich sind. Vampire als Diener des Namenlosen, wie viel man da wirklich genau weiß. Ich habe ja schon in einem Video mal gesagt, dass der Namenlose nicht wirklich bekannt ist, und man weiß zwar, dass es vielleicht sowas wie Vampire gibt, meinetwegen auch sowas wie Werwölfe, aber das genaue Hintergrundwissen dazu ist dann verschlossen. Das ist einfach ketzerisches, heretisches Wissen. Das muss man sich dann herleiten über Erfahrung, und die kann man dann hier sammeln. Man darf jetzt also durch die Grafschaften reisen, durch die Baronien dieses Herzogtums von Weiden mit einem Erlass von Waldemar dem Bären, der einen dann hier von A nach B schickt, beziehungsweise
Wie genau ihr hier reist, ist nicht vorgegeben. Es gibt dann immer mal wieder einige Begegnungen, die man dann mit einem zweifelnden Priosgeweihten führen kann, mit einigen Kindern, die einen angreifen, merkwürdig mutiert, viel zu stark für ihre Körpergröße, merkwürdige Träume, die einen heimsuchen, und man kann dann, wie gesagt, herausfinden, dass es um Vampire geht. Das ist auch von der Szenerie, es ist düster, es ist Winter. Wir haben Winter, es ist ein kalter, weidender Winter. Man sollte sich also sehr warm anziehen, und das Abenteuer lebt tatsächlich davon, dass man diese Stimmung rüberbringt. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Das muss dann hier auch ausgestellt werden. Man kann dann auch auf die alten Vampirfürsten wieder zurückschließen. Vor 700 Jahren gab es einen Walmir von Ribeshof, ein Erzvampir, der hier zu Zeiten der Theaterritter wohl gelebt hat und dann in die Verwicklung mit Rude dem Zweiten noch involviert war. Wie genau das damals ablief, weiß keiner mehr, aber es soll wohl noch eine alte Vampirburg geben. Das sind dann also genau diese Geschichten, aus denen Dracula gestrickt worden ist. Es kann dann in diesem Abenteuer zu einer Begegnung kommen, die tatsächlich wichtig ist oder wichtiger als alle anderen. Und das ist die Begegnung mit der Hochelfe Pardonna. Pardonna als Dienerin des Namenlosen, ich habe sie schon einmal erwähnt in der Filiasson-Saga, da ist sie auch die stetige Antagonistin gewesen, die dann den Helden den Tag vermiesen möchte. Wer also da ein bisschen noch mehr zu wissen möchte, der kann sich die Teile noch gerne mal ansehen. Ich werde das oben verlinken, einfach auf das i drücken, oder ihr wartet noch einmal auf ein Wer ist Pardonna? Pardonna taucht auf und stellt sich den Helden einfach mal ein bisschen vor, verbringt dann auch eine Liebesnacht, wenn man so möchte, kann man natürlich auch rauskürzen, aber sie taucht einmal kurz auf und sagt Hallo. Ja, dann geht es weiter auf der Reise, man kann dann diese Vampire nach und nach auftreiben, kann sie dann fehlen, kann sie dann vernichten und wird ja immer und immer mehr zu ihnen lernen. Das sind natürlich ziemlich starke Gegner, aber irgendwie müssen sie auch aufgehalten werden und das funktioniert dann eben auch. Die Helden können durch weitere Recherchen dann auf eine Hexe treffen, die Hexe Lucelin. Die wohnt schon seit einigen vielen Jahren hier in der Nähe, und wenn sie sich dann aufmachen von Tralorp, von Balio aus in Richtung Süden, dann können sie auf die Höhle bzw. auf die Hütte von Lucelin treffen. Lucelin selbst als Hexe, als magische Frau, die dann auch Freunde hat unter den Tierkönigen. Wir haben dann hier beispielsweise auch diese Eule Orophäa, die Tierkönigin der Eulen. Wenn sie dann auf die Helden trifft, kann sie ihnen viele Prophezeiungen mit auf den Weg geben, die dann nach und nach klar werden. Auch die Sterne spielen wieder eine Rolle, die Träume der Helden. Und beginnt dann einem der Helden, der besonders auf soziale Fertigkeiten getriggert ist, kann ihm dann ein Tattoo stechen. Und zwar ein altes elfisches Tattoo, ein altes Zeichen, das normalerweise sonst nur unter den Elfen seit vielen tausend Jahren weitergegeben wird. Und dieses Tattoo kann sich bewegen auf dem Körper. Das ändert sich auch so ein bisschen, je nachdem, was für ein Gemüt man hat. Da kann es dann verschiedene Tierformen annehmen. Wir können dann auf diesem Tattoo hier eine Katze erkennen. Es kann aber auch andere Wesenheiten annehmen. Das wandert eben auf dem Körper, kann dann auch losgeschickt werden. Wie gesagt, ich werde zu den einzelnen Zeichen werde ich noch ein gesondertes Video machen. Dies einfach nur als Hinweis. Der zweite Gezeichnete wurde von der Hexe Lucelin auserkoren, auserwählt. Dann kommt es noch zu einem Vorfall, denn die Hexe wurde schon verwandelt, wurde schon zu einer Vampirin gemacht, und nachdem sie jetzt dieses Zeichen weitergegeben hat, verwandelt sie sich eben in einen Vampir und versucht die Helden anzugreifen. Die Helden können sie höchstwahrscheinlich wieder töten und bekommen einen weiteren Hinweis auf das Finale, wohin sie sich als nächstes wenden müssen. Jetzt können die Helden in Richtung von Nachtschattens Turm gelangen. Nachtschattens Turm, das ist ein Magierturm, der schon seit vielen, vielen Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden an dieser Stelle steht. Die Familie oder der Clan der Nachtschatten wurde schon in den dunklen Zeiten erwähnt. Viele Zeitmagier, die sich darum bemüht haben. Niemand weiß genaues, und auf diesem Turm soll dann, um diesen Turm herum, soll es wohl zu einer Konzentration von Vampirangriffen gekommen sein. Also sie können sich das alles so ein bisschen zusammenreimen und alles folgt dann zu diesem Finale. Die Helden können dann viele weitere Vampire vor dem Turm ausrotten, können dann nach oben, können dann hier auch noch ein Erzvampir stellen und
sehen dann, wie Pardonna, die sie vor kurzem erst kennengelernt haben, dieses Mal nicht mehr nackt steht dort, sondern in einer Gewandung, und sie beschwört zusammen mit dem Serkajan, mit dem Blut oder mit der Lebenskraft, beschwört sie jetzt Borbarat. Und zwar nicht sein Geist, der existiert schon, sondern die Vampire haben das Serkajan aus der Bevölkerung gesaugt. Das wurde alles in einen großen Kessel geworfen, diese Lebenskraft, und daraus wurde der perfekte Körper, also der perfekte Körper aus Serkajan, den möchte sie jetzt als leeres Gefäß für Borbarats Geist stellen. Das ist so ein bisschen ihr Plan. Sie versucht dann natürlich auch, Borbarat gefügig zu machen, denn sie selbst ist ja eine Hohepriesterin, eine Gesandte vom Namenlosen, und der würde ganz gerne jetzt hier Einfluss nehmen. Borbarat lässt das aber nicht mit sich machen, der nimmt zwar den Körper, kurzzeitig, der nimmt den Körper und verschwindet. Pardonna ist damit überhaupt nicht zufrieden, verschwindet auch, und alles mündet dann in einem großen Finale gegen einen letzten Dämon, den Pardonna dann noch den Helden entgegenschickt. Und damit ist das Abenteuer quasi zu Ende. Ihr durftet also zusehen, genau das ist es, ihr durftet zusehen, wie Borbarat jetzt durch den Raub von Serkajan, von Lebenskraft, an einen Körper kommt. Mit dem Körper verschwindet er, auch Pardonna ist wieder weg, und man kann das nicht verhindern. Das ist eigentlich die Essenz von dem Abenteuer Unsterbliche Gier, nachdem man sich in einer großen Sandbox bewegt hat. Balio, Tralorb, Weiden im Winter. Das ist dieses Abenteuer, eine große Sandbox um diese Region. Wir machen weiter mit einem Abenteuer, was ganz in der Nähe spielt. Und zwar werden die Helden in Greifenfurt angeworben, beziehungsweise sie eilt einen Ruf, entweder sind das Träume oder Visionen oder die Sterne, die sie dann wieder nach Greifenfurt schicken. Auf alle Fälle werden sie irgendwann dort eintreffen. Und hier geht es weiter mit Grenzenlose Macht. Grenzenlose Macht, Anfang 2017 nach Bosbarans Fall. Wir befinden uns also wieder ein halbes Jahr später in dem Sommer in Greifenfurt. Das Ganze spielt nach den namenlosen Tagen. Warum ist das wichtig? Wird sich eventuell nochmal durch die Chronologie des Abenteuers bzw. die Hintergründe klären. Auf alle Fälle befinden wir uns im neuen Jahr 2017. Die namenlosen Tage sind durch. Irgendwas im Praios Rondra. Die Helden bekommen in Greifenfurt mit, dass es einige Mönche gibt. Einige Mönche, die etwas nördlich von Greifenfurt im Finsterkamm sitzen. Dort gibt es ein altes Kloster, was vor langer, langer Zeit erbaut worden ist und was durch die Orkkriege im Orkensturm vernichtet worden ist. Das wollen jetzt die Mönche wieder aufbauen, und dafür sammeln sie Spenden, ziehen dann durch die Straßen von Greifenfurt und kaufen nicht nur Lebensmittel ein oder sammeln Spenden, sondern sie werben dann auch an. Zumindest jetzt in diesem neuen Zug sind sie dabei, Helden anzuwerben, denn es gab eine besondere Begebenheit dort oben im Kloster. Und zwar gehen Dinge kaputt, Sachen kommen abhanden. Es gibt auch einige Menschen, die verschwinden, wir kennen das Ganze. Und sie fragen mal nach Helden nach, die jetzt in den eigenen Reihen ermitteln können. Ja, viele verschiedene Baumeister, die da rumlaufen, Steinmetze, Glasbläser, all das, was man eben für ein Kloster braucht. Und sie sollen jetzt bitte oben in den Finsterkämmen, sollen sie mal versuchen, ob sie das aufklären können. Also ein Detektivabenteuer in einem verlassenen Kloster. Wer hier den Namen der Rose gesehen hat, der wird da schon ganz nah dran kommen. Also es ist ein spannender Detektivkrimi, in dem die Helden auf viele verschiedene falsche Fährten geführt werden können. Woran liegt das? Ja, das liegt jetzt einfach daran, dass es nicht nur eine Partei gibt, die jetzt hier Menschen tötet oder Sachen verschwinden lässt, sondern es gibt tatsächlich zwei Parteien. Es gibt zwei Parteien, die jetzt hier mitmischen, und das ist zum einen Borbarat aus der namensgebenden Borbarat-Kampagne. Auch der mischt hier wieder mit. Er hat jetzt einen Körper bekommen im letzten Abenteuer, aber der braucht jetzt auch noch grenzenlose Macht. Ziel von Borbarat ist es, das kann ich jetzt schon einmal vorwegnehmen, er möchte einen neuen Zauberstab haben. Einen neuen Zauberstab aus einem besonderen Baum, den findet er nur in einer gewissen Konstellation, in einer gewissen Globule, und möchte damit einhergehend die Elemente umwandeln in reinste Magie. Er hat jetzt einen reinen Körper bekommen aus Serkajan, und er würde ganz gerne auch reine Magie in Form eines Zauberstabs hineinpressen.
Das ist so ein bisschen sein Ziel. Das Gute oder auch das Schlechte ist jetzt, wir haben einen weiteren Gegenspieler, der Feind meines Feindes, müsste ja eigentlich mein Freund sein, den Druiden Archon Megalon. Auch der mischt jetzt wieder mit. Er ist vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt. Es gibt einige andere Abenteuer, wo der schon auftaucht, meist als Antagonist. Er ist den Helden nicht immer freundlich gesonnen, hat ganz eigene Moralvorstellungen, ist ein Beherrschungsdruide. Und das tut er eben auch in diesem Fall wieder. Er beherrscht Leute und sorgt dann eben für falsche Fährten. Unter anderem eine falsche Fährte. Es gibt noch ein paar andere, die dann die Ermittlungen in diesem Kloster sehr schwer machen. Die Helden lassen sich also in Greifenfurt anwerben und gehen von hier aus in Richtung Norden. Einige Tage sind sie unterwegs und reisen dann in die Finsterkämme und können dann auf dem Kloster Arras de Mot so ein bisschen diesen Ablauf kennenlernen. Und auch das ist wieder einmal eine kleine Sandbox. Sie bekommen einen groben Tagesablauf. Wann wird aufgestanden? Morgens Gebete von Praios oder zu Praios. Wann gibt es Mittagessen? Wann gibt es Abendbrot? Was gibt es sonst zu tun als regelmäßige Taten? Man kann sich in diesem Kloster irgendwo frei bewegen. Alles ist den Mönchen natürlich nicht ganz recht, aber sie können zumindest viel versuchen herauszufinden. Sie sind selber nicht ganz erwünscht. Das werden sie auch erfahren, denn, na gut, die Praios-Priester, die Inquisitoren, die Bannstrahler, all diejenigen, die hier rumlaufen, denen ist es natürlich gar nicht so recht, dass jetzt hier in ihren Reihen ermittelt wird, weil eigentlich alle sagen hier die Wahrheit und niemand würde etwas Böses tun. Und wenn jetzt hier ein paar dahergelaufene Helden in ihren geheimen Büchern herumschnüffeln, ist das denen nicht so recht. Wie gesagt, es gibt dann hier wieder eine Sandbox. Das heißt, es ist sehr freies Spiel, man bewegt sich in diesen Klostermauern, kann dann auch ein bisschen außerhalb nachschauen. Es passieren weitere Dinge, so zum Beispiel weitere Morde oder die Hühner werden vergiftet. Und zu jedem werden dann falsche oder auch richtige Spuren gelegt. Es gibt hier, wie gesagt, mehrere Parteien, die hier mitwirken. Zum einen eben Borborat, zum anderen eben Archon Megalon, der hier mit seinen Beherrschungsamuletten umherwirft. Und immer wenn man dann so ein bisschen in diese Richtung kommt, könnte das vielleicht Borborat sein, dann war es vielleicht doch Archon Megalon und das passt dann alles nicht dazu. Das sind dann Red Herrings, also falsche Fährten. Und das behindert so ein bisschen diese Ermittlung. Dazu kommt dann auch noch, dass man in der Nähe des Orklandes ist und hier dann auch einige Orks rumlaufen, einige Angriffe führen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass die Ermittlungen in Stocken geraten oder aber, dass man da auf Ork-Schamanen oder sowas schließt, was dann eben alles falsch ist und nicht dazugehört. Am Ende, nachdem man hier viele Tage lang geforscht hat, verschiedene Dinge dann aufgetan hat, man erfährt dann, dass zum einen der Baumeister, ein Zwerg, der hier das Sagen hat, ein Zwerg, der ist als Borboratianer hier beauftragt worden, du sollst bitte ein Transpropriatorium bauen. Ein Transpropriatorium, also eine Umwandlung der Elemente. Es gibt eine Theorie, die werdet ihr sicherlich kennen, dass es 6 Elemente gibt, also nicht nur 4 wie bei uns in der Alchemie, sondern eben 6. Es gibt aber tatsächlich eben noch ein weiteres, ein 7. Element und das ist die reine Magieform. Ziel ist es jetzt, dass Borborat alle 6 Elemente umwandelt in das 7. und das dann eben reinste Magie ist. Das ist sein Ziel und der Zwerg, dieser Borboratianer, der jetzt hier für ihn in dem Kloster diese Anlage baut, wieder aufbaut, wiederherstellt, um die magischen Kraftlinien dann hier zu vereinen, das ist so ein bisschen sein Ziel. Als weiteren Agenten hat Borborat jetzt den Klostervorsteher. Den Klostervorsteher von Arras de Mot, den hat er in den namenlosen Tagen überfallen. Den hat er ausgetauscht mit einem Quitzlinger. Das ist ein Dämon von Amazeroth, ein Gestaltwandler. Der sieht also genauso aus und der versucht sich eben genauso zu verhalten, wie Nicolas de Mot, also dieser Klostervorsteher, eigentlich ist. Das ist so ein bisschen sein Ziel. Der hat jetzt diesen Zwerg und der hat diesen Klostervorsteher und die können jetzt beiden den Helden in die Suppe spucken. Wie gesagt, als zweite Partei gibt es jetzt noch einen dritten Mann, der jetzt mit einem Amulett vom Druiden beeinflusst wird. Das sind jetzt diese drei Parteien, das haben sie alles herausgefunden am Ende des Abenteuers und sie können dann gemeinsam mit dem Druiden in ein Tal der Elemente vordringen. Wie gesagt, es gilt das Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Auch wenn ich ihn selber nicht mag, aber er muss uns eben in diesem Fall helfen.
In der Mitte des Finsterkammgebirges gibt es eine sogenannte Goldspitze. Und dort können sie dann über eine Höhle in das Tal der Elemente gelangen. Das ist eine kleine Globule, in der sie dann Prüfungen bestehen müssen. Prüfungen von dem Feuer, dem Felsen bzw. Stein, Wasser, Humus, Luft und so weiter. Und nachdem sie alle Prüfungen bestanden haben, können sie im Tal der Elemente den versteinerten Wald entdecken, einen versteinerten Kaiserdrachen, der zu Zeiten von Pyrdakor hier eingefroren wurde, der jetzt als Hüter über dieses Tal dient. Und hier finden sie eine Blutulme, eine Seelenblutulme, aus der dann dieser Stab entstehen soll. Das ist dann eben auch das, was zeitgleich passiert. Also während die Helden sich durch diese Illusionen hindurchkämpfen, durch diese Prüfungen des Tals, ich kann euch einmal zeigen, wie das ungefähr aussieht. Also es sind dann hier irgendwie Helden, die im Wasser stehen und dann mit Illusionen von einem Drachen gequält werden. Sie streiten sich dann weiter mit dem Druiden Archon Megalon. Wie gesagt, man ist sich da nicht so ganz eins, hat da verschiedene Motivationen. Es kommt am Ende dann dazu, dass der Baum zerstört wird, beziehungsweise es kann daraus ein Magierstab gefertigt werden. Und dann geht es zum Finale. Das heißt, es tauchen unglaublich viele Borboradianer auf, unglaublich viele Dämonen, die werden jetzt hier in der Mitte dieses Praios-Tempels beschworen. Das ist dann einfach verheert, verunheiligt und der Zwerg konnte diesen Elementarumwandler dann fertigstellen. Und das führt einfach dazu, dass ein großer Astralsturm entsteht, der jetzt über das Land fegt. Und naja, dadurch entstehen, wie gesagt, ganz viele freie Dämonen, die jetzt in diesem Astralsturm auftauchen. Es kommt zu einem Kampf und Borborat selbst entsteht, beziehungsweise kommt mit seinem perfekten Körper auf einem Streitwagen. Der Streitwagen von Borborat, den er aus den Sphären geholt hat, den hat er damals schon, jetzt wieder geholt, gezogen von 7 Dämonen, ein Höllengefährt aus Dämonenfleisch und mit Seelensplittern von Königen vergangener Zeitalter. So wird er eh beschrieben, mit schwarz glänzendem Holz und Knochen und Metall, Feuerrädern, also das ganze Ding. Ja, und dann kommt es zu einem weiteren großen Finale. Borborat fliegt einmal mit seinem großen Streitwagen über den Himmel, lacht böse und dann gibt es noch einige andere elementare Meister, die dann versuchen zu helfen. Wie gesagt, wir befinden uns in einem Tal der Elemente, wo dann eben diese elementaren Meister sehr stark sind. Ja, die versuchen also ihn zu vertreiben. Borborat selbst stellt sich diesem Kampf gar nicht, das hat er gar nicht nötig, fliegt dann wie gesagt einmal rüber, nachdem er seinen Magierstab geholt hat und damit endet das Abenteuer. Wir haben hier keinen neuen Gezeichneten erwählt. Die wurden, wie gesagt, im letzten Abenteuer haben wir die bekommen, einmal das Auge und einmal die Tätowierung. Es gibt keinen dritten Gezeichneten, der in diesem Abenteuer erwählt wird. Das steht uns noch bevor. Wie genau das passiert, wer der dritte Gezeichnete wird und warum er eigentlich der coolste von allen ist, beziehungsweise sie, das können wir uns dann eben im nächsten Video angucken, wenn wir denn dazu kommen. Schauen wir mal, wie weit dann die nächsten Abenteuer uns voranbringen im Laufe. Wir haben also Borborat aus den Sphären zurückgeholt. Das war der große Liskom von Fasar. Der hat ihn aus den Sphären zurückgeholt, seinen Geist freigesetzt. Dann hat er im letzten Abenteuer von Pardona seinen perfekten Körper bekommen und jetzt hat er im dritten Abenteuer seinen Magierstab wiederbekommen und damit verfügt er über grenzenlose Macht. Ja, an dieser Stelle endet das zweite Abenteuer und ich beende damit meine Zusammenfassung, mein Was ist die Borborat-Kampagne mit dem zweiten Teil. Es geht natürlich weiter mit dem dritten Teil und mit vielen weiteren Gezeichneten und mit vielen weiteren Abenteuern, die wir uns dann im Verlaufe weiter ansehen. Ich mache aber an dieser Stelle erstmal Schluss, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich hoffe, es hat euch gefallen und damit sehen wir uns wieder im nächsten Teil. Bis dann, ciao.